Hallo Internet, hier ist wieder Bettensack für euch und willkommen zu einem kleinen, schönen Unboxing. Ich habe euch gefragt auf Twitter, auf Instagram, ob ihr Bock habt, ein Unboxing davon zu sehen. Und die große Mehrheit von euch hat gesagt, yo, das finde ich gut, do it, bub. Ein kleiner Anteil hat gesagt, fuck you, Summers. Passend zu dem, was wir gleich auspacken, denn natürlich richte ich mich nach euren Wünschen. Und ihr seid jetzt hier in diesem Video, um zu sehen, wie ich das hier auspacke. Diesen Iron Studios Wolverine. Ja, ich bin ein großer Fan der X-Men, ich bin ein großer Fan von Wolverine und diese Figur ist ziemlich nice, glaube ich doch zumindest, und die packen wir jetzt gemeinsam aus. Das wird sicherlich auch kein langes Unboxing, denn ich glaube, hier gibt es nicht viel wirklich auszupacken oder zusammenzustellen oder sowas. Die wird wahrscheinlich genauso fertig sein, wie sie hier in dieser Box kommt. Und die Box ist schon das richtige Stichwort. Ich finde die ziemlich nice. Man sieht hier halt Wolverine, das reflektiert ein bisschen wegen dem Licht, wegen der Softbox, die ich eingestellt habe. Wolverine klassisch gehalten in dem Gelb-Blau der X-Men. Ja, das sind ja eigentlich die eigentlichen Farben der X-Men, was die Kinofilme bisher immer gekonnt ignoriert haben. Bei Deadpool haben sie das so ein bisschen gemacht. Aber, naja, wenn Marvel endlich mal anfängt, das im MCU die X-Men zu machen, dann werden wir hoffentlich mehr von diesem klassischen, sehr simplen, aber schönen X-Men-Symbol sehen. Wir sehen hier halt einfach nur den Wolverine drauf, also sehr simple Box, ja, sehr schöne, grelle Farben, sehr klare Linien. Diejenigen von euch, die wissen, was für Frühstücksflocken ich mag, die wissen, dass ich sehr viel Wert auf die Verpackung lege. So, ich würde sagen, ich packe das jetzt einfach mal aus, oder den Wolverine packe ich jetzt einfach mal aus. Ihr könnt mir ja unten in die Kommentare schreiben, welcher euer Lieblings-X-Men ist. Ja? Der will nicht so ganz. Also meiner ist obviously Wolverine. Und auf Platz 2 ist es Nightcrawler. Aber es geht jetzt hier um Wolverine. Also ihr seht hier Styropor mit Tesafilm. Und ach, guck mal, der kommt sogar in einem Stück, glaube ich. Den holen wir hier raus. Wusstet ihr eigentlich, dass Wolverine ursprünglich gar nicht in einem X-Men-Comic das erste Mal zu sehen war, sondern bei dem Unglaublichen Hulk? 1974 war das. Und da war er eigentlich ein Gegner, so ein Wegwerfgegner vom Hulk. Der kam dann aber so gut an bei den Lesern, dass sie gesagt haben, okay, wir machen aus dem eine völlig neue Figur und schreiben das einfach um, dass er ein Mutant ist. Und so wurde dann Wolverine ein X-Men, beziehungsweise wurde da halt in die Story reingeschrieben. Jetzt habe ich, glaube ich, den Anfang des Tesafilms gefunden. Ja. Tesafilm, mein Erzfeind. Der hatte am Anfang übrigens auch noch gar keine Adamantium-Krallen. Also er hatte schon Krallen, aber diese Krallen, die waren quasi an seinen Handschuhen dran. Das kam erst alles sehr viel später. Und so richtig populär wurde Wolverine erst 1982. Da hat er eine eigene kleine Spin-off-Serie bekommen. Er war dann halt Teil der X-Men. Und da ist dann auch sein Catchphrase entstanden. I'm the best at what I do. But what I do isn't very nice. Könnte man auch über meine Filmreviews sagen. Ich bin der Beste in dem, was ich tue. Aber was ich da so erzähle, ist nicht wirklich sehr nett. Wobei, wenn man sich anguckt, wie Dennis Hanschisch, ich versuche dieses Ding hier auszupacken, ohne Schere, denn ich habe mich natürlich nicht vorbereitet, obwohl ich das hier in einem Take machen möchte, dann stellt man doch sehr in Frage, ob ich wirklich der Beste in irgendetwas sein kann. Ja, ich bin vielleicht der Beste in schlecht sein. Ich muss auch meiner Film. So, jetzt kann ich, glaube ich, das Styropor hier endlich abziehen und... Okay, doch, ich muss ein klein wenig was zusammenbauen. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass ich es verkehrt rum abgezogen habe. Ich glaube, ja, da fällt schon was raus. Das wäre eigentlich die Unterseite gewesen und ich habe jetzt es genau verkehrt herum abgezogen. Man sieht hier, die kleineren Sachen sind hier noch im Styropor mit eingelassen. Also wichtig, hier ist schon eine Hand rausgefallen von ihm.
mit seinen Klingen, aber gucken wir uns gleich an. Erstmal holen wir hier die Base raus. Das ist nämlich das, worauf Wolverine später draufstehen wird. Und das sieht cool aus, das ist so eine Art kaputtes Gebäude mit einem Holzboden. Das ist schön gearbeitet, keine Frage. Man sieht auch hier entsprechend so kleinere Kratzer, die es überall gibt, wo quasi Wolverine schon mit seinen Krallen war. Mir gefällt hier dieser goldene Gullideckel sehr. Und wenn man halt von der Seite, von oben und unten guckt, sieht man halt hier wirklich dieses zerstörte Gebäude, dieser Holzfußboden. Ne? Finde ich ziemlich cool gemacht. Da wird Wolverine dann draufstehen. Stecken wir hier hin. Hier ist Styropor. Styropor. Jetzt nehme ich ihn mal hier raus. Und der ist noch eingepackt. Das ist der Körper von Wolverine. Oh, die Details. Oh, would you look at those details, man? Das sieht schon mal sehr gut aus. Verhältnismäßig ist die Figur dann doch klein. Ne? Passt gerade mal so in meine Hand, aber der fehlt aber. Ich muss ja noch den Rest draufpacken. Aber trotzdem sind die Details bei der Figur schon sehr gut. Besonders hier diese Struktur, die auf dem Anzug drauf ist. Und ich glaube, hier ist jetzt oben gar nichts mehr drin. Das heißt, der Rest von ihm müsste auf dieser Hälfte sein. Aber ich schau mal nach. Ja, hier haben wir auf jeden Fall eine Hand mit Klauen und noch eine Hand mit Klauen. Ich tronchiere nachher den Truder an. Nein! Oh mein Goodness! Da ist tatsächlich schon eine Klaue abgesprungen. Die Teile sind tatsächlich magnetisch. Ich stecke die Klinge hier wieder drauf. So, passt wieder. Zeige ich das mal kurz. Die sind nämlich tatsächlich magnetisch. Daran erkennt ihr übrigens Premium-Figuren. Weil die günstigen Figuren, die steckt ihr nur ineinander. Und die wirklich Premium-Figuren, die sind magnetisch. Die halten dann nämlich so entsprechend von allein. Hier haben wir den Kopf. Und mehr ist dann ja auch gar nicht mehr bei dem Wolverine. Ich hoffe nur, oh ja. Der Kopf ist sehr schön und sehr detailliert gemacht. Ich glaube, die Kamera fängt das jetzt nicht so ein. Ich mache das gleich nochmal in einer Aufnahme natürlich für euch. Und dann stecken wir den jetzt mal zusammen. Ich muss nur gucken, wie rum der Wolverine hier tatsächlich drauf gehört. Der hat tatsächlich nur, wenn ich das richtig sehe, eine einzige Befestigung am Fuß. Das wäre dann wahrscheinlich hier. Nein, hier ist es nicht. Wo kommt denn der drauf? Eine Ewigkeit später. Aha, okay, also. Hier ist eine Öffnung an dem Kanaldeckel. Den könnt ihr dann sehen, so eine kleine Einbuchtung. Und hier ist Penüppel am Fuß. Das heißt, das Eckige muss ins Eckige oder wie auch immer das war. Jetzt, ich fummel den Wolverine hier so ran. Muss auch vorsichtig sein. Also es passt, wenn ihr den richtigen Weg habt, genau. Ah, jetzt. Guck mal. Und dann passt das auch entsprechend. Und dann müssen wir jetzt noch den Kopf natürlich und die Hände draufpacken. Und da das magnetisch ist, ist das ein ganz besonderer schöner Moment. Das ist so richtig, das ist so ein bisschen wie, als wenn ihr die Folie von einem neuen Handy abzieht oder so. Ich finde das richtig satisfying, wenn ich jetzt den Kopf hier draufpacke und der ist magnetisch und klack. Ah, schön. So, und jetzt die Hände. Ah, wie sie mir quasi aus der Hand gerissen werden. Ja. Setze ich hier auch nochmal. Na komm, verkehrt rum. So, und da haben wir ihn schon. Da ist Wolverine. Ja, die BDSA Scale im Maßstab 1 zu 10. Jetzt könnte der ein oder andere sagen, ja, der ist ja relativ klein. Tatsächlich ist es aber so, dass Wolverine eigentlich ein ziemlicher Zwerg ist. Das ist nämlich das Lustige und Coole daran. Er ist nämlich so ein richtiger Kampfzwerg. In den X-Men-Filmen, dass sie Hugh Jackman genommen haben, ich finde Hugh Jackman super,
aber streng genommen ist das nicht very comic accurate. Vor allem, wenn man sich alleine nur hier schon mal das Outfit von Wolverine anschaut. Aber ich mag das sehr. Das ist ziemlich ikonisch, wenn ihr mich fragt. Und ich finde diese Figur ziemlich nice. Ziemlich nice. Ich freue mich sehr. Der passt halt perfekt zu meinem Hulk, den ich schon habe. Und ich mache gleich nochmal einen Größenvergleich und halt diesen Wolverine neben meinen Hulk, den ich auch schon habe von Iron Studios. Und mache jetzt gleich noch ein paar Nahaufnahmen. Und ja, ich finde die Figur ziemlich cool. Schreibt mir mal drunter, wie ihr diese Figur findet. Und ich sag schon mal, tschüss mit Öl, Hause Bounce. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst vielleicht ein Like da. Aber nur, wenn ihr Bock habt. War jetzt kein besonderes Video. Aber ich habe eine neue Figur und das ist cool.